herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem Bussimulator 18 nach ein bisschen Pause, aber heute habe ich endlich mal wieder ein paar Spieler zusammengetrommelt und mit dabei ist der Martin. Hallo. Zum ersten Mal dabei der Frank. Moin. Und der Mario. Hi, hi. Und wir haben, wir mussten jetzt gerade mal die Busse sortieren. Es gibt jetzt momentan aktuell 4 Busse. Und die 3 werden jetzt jeweils von Martin und Co. zusammengebaut. Und alle, die vorher einen Bus hatten, die müssen dann halt irgendwann nochmal mit aufnehmen und können sich dann einen neuen bauen. Und wir wollen einen Erdgasbus kaufen. Wenn ich den jetzt gekauft habe, dann könnt ihr dort oben anfangen rumzupimpen. Weil den fahren wir nämlich in der Standardlackierung. Und jetzt könnt ihr pimpen, wie ihr lustig seid. Ich bin schon fertig. Diesen Erdgasbus, den müssen wir jetzt fahren. Wie gesagt, wenn ja jetzt jeder seinen eigenen Bus hat, dann kann jeder sich eine Linie aussuchen und einfach drauf losfahren. Das Einzige, wo ich drauf achten muss, ich muss die Agrikulzone mindestens Showerground, Oakville und Siegwallen. Ich muss die Linie, die dort... Ja, geh weg. Weil ich muss ja diese orangen Linie, die muss ich fahren, die 5. Gut, dann nehme ich die 2. Gut. Ich die 1. Gut, und dann Fahrt starten. So, Kuhfahrt starten, dann nehme ich Mario mit, ne? Ja, genau, ich nehme den... Wieso haben wir schon wieder einen Bus zu viel? Ne, haben wir nicht, ja klar. Achso, ja. Du lädst mich ein, richtig? Ich lade dich ein, ja. Mario, wolltest du nicht selber fahren? Du kannst ja jetzt einen Bus fahren. Nö, ja, alles jetzt. Gut, ich fahre jetzt. Kannst du nochmal rausgehen aus deiner Mission? Die 2 Early Events sind aus. Hatte ich gerade versucht anzumachen. Ja, dann fahren wir ohne 2 Early Events, dann fahren wir einfach. So, ich fahre auf der Linie 5. Ich auf der 2 mit Mario. Oh, Chaos hier, ohne Ende. Aber schön, dass wir wieder eine Runde Bus-Simulator spielen. Der ist ja richtig hübsch von hinten, dieser Erdgasbus. Der hat fast schon Stil. Also nicht so richtig, aber fast. So, also Türen haben entsperrt. Ich bin jetzt mein Bus genommen. Ich bin neulich in Köln das erste Mal mit dem Linienbus gefahren, Alter. Die haben ja nur Plastikschalen als Sitz, ne? So, ist normal. Ich schmeiß den Hobel an. So, bei mir dauert einen Moment, Mario. Ja, ja, alles gut. Bis zur Zeit. So, und dann fahren wir hier mal los. Also, ich fahre in der Industriezone fahre ich los. Also, du kannst schon mal im Bus reingehen, wenn du den siehst. Schön, Bälle ab. Also, du bist der Fahrkartenkontrolletti, Mario, ne? Ja, du bist mein Fahrkartenkontrolletti. Ja. Wie, so? Du gehst dann einfach nur auf die Fahrgäste drauf zu und kontrollierst sie. Ist das jetzt richtig hier? Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Jetzt kann die Mission nicht sogar. Ja, wir werden sehen. Komm. Also wir fahren auf jeden Fall auf Linie 5 und das sollte ja richtig sein. So, also diese Folge fahre ich, in der nächsten Folge moderiere ich nur, da wird der Daniel fahren, der ist hier nämlich zu Besuch bei mir. Beschäftigt sich gerade mit der Küche, mit dem Abendessen und mit unserer Sophia, die hilft ihm dabei. Das ist das Mini-Flausch übrigens, die, als wir Sven den PC gebracht haben, gekotzt hat. Ah, Mario, das hast du ja gar nicht mitgekriegt, ne? In dem Moment, wo wir das mit dem PC angefangen haben, hat das Mini-Flausch hier angefangen zu kotzen. Weil die irgendwie zu viel Süßes wohl gefressen hat an dem Tag. Okay. Ich sollte das Licht auch anmachen, sonst schimpfen die da wieder. So, also wir fahren jetzt Erdgasbus, der ist auch wesentlich leiser, das hört man auch direkt. Aber irgendwie passt mir die Kameraeinstellung nicht. So, also fährt jetzt eigentlich irgendjemand zum Sägewerk? Nein. Glaub ich. Keine Schraubfahrer hier. Ja, noch nicht, kommt noch. Doch, nee, kommt noch, ja. Obwohl, also bei mir nicht, vor mir haben sie Angst und bei Martin sind zu viele, weil Martin klaut ihm vorher die Fahrkarte aus der Tasche, bevor sie einsteigen. Ah, okay. Ja. Hey. Alles klar, Chef? Bist du ziemlich dicht aufgefahren. Ja. Bleib ja drin im Bus. Nein, nicht über Bordstein fahren. Ha!
Mein Gott, fahr doch mal, ey, rechts ist das Gas, du blöde. Da ist einer aggressiv. Okay, jetzt ist er weg. Hupse, einfach mal weg. So, der Heuschow, erste Haltestelle. Warte, Mario, am besten bis dazu alle eingestiegen sind. Ja, ja. Jetzt ist er gegangen. Schon so näher ausbilden, alle schon sind. Aber guck mal, ob hier bei mir Leute Fahrkarten kaufen. Der mit seiner weißen Modern Talking Hose, der kommt zu mir. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. So, jetzt kannst du theoretisch kontrollieren. So, 7,20 Euro zurück. War zu viel Wechselgeld rausgegeben, scheiße. Ich krieg das nicht mehr hin mit dem Wechselgeld. Aber immerhin, wenn ich blinke, hupt es nicht mehr. Und der Motor geht aus. Der Motor geht aus, genau. Ah, geil. Und ich wundere mich, warum der scheiß Bus nicht fährt. So. Die Zuckerfabrik. Mario, wir denken schon geprügelt. Ist die Abteilbeleuchtung aus? Ja, oh. Die ist aus, mach ich an. Stress mich nicht. Nee, hier prügelt sich keiner. Nee, die schreien dich irgendwann mal an, ne? Wenn du jetzt hier auch nach der Fahrkarte fragst, obwohl du schon gemacht hast. Wie oft wollen sie mich eigentlich noch nach der Fahrkarte fragen? Ja. Stimmt. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. So, Einzel, Senior, zweimal. Bitteschön. Ja, sie hat versucht ein Bild von mir zu machen hier. Dann würde ich mal nach Datenschutz fragen und so. Hier, stecken Sie bitte das Handy weg, ne? Muss man darauf achten, es gibt da gelegentlich mal so ein paar Muttis mit ihren Röcken, die machen mit den Handys ganz versaute Sachen. Ich will jetzt gar nicht wissen, was. Dann bist du zu jung für, ne? Oder zu alt? Zu alt. Zu alt. Zum Thema Gummipuppe, ne? Da war doch was. Jetzt stecke ich bei Mob. Hey! Guten Tag, Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem Versaut-Simulator 2018. Das hat er mich rausgeschmissen, so Martin. Nee, bei mir habe ich gerade Stampel. Ja, das passiert, das hatten wir mit Berti am Anfang ganz oft gehabt, dass irgendeiner aus dem Bus rausgebackt ist. Ja, holst mich dann wie Ziegwalden ab, ne? Ja, ich hab grad Stampel. Bei mir ist grad Laptop eingefroren. Oh je. War ich ja noch oder stehe ich jetzt wieder auf der Straße? Nee, du bist irgendwie dort in den Nationalpark reingefahren. Ich glaube, ich stehe im Wald. Okay, dann ist mein Laptop gerade abgestürzt. Das heißt, Mario, ich komm nochmal neu rein. Ja, komm doch mal rein. Nee. Läuft. Läuft. Wann fährt denn hier der nächste Bus? Ach. Dann bin ich da. Also ich müsste jetzt demnächst durch Siegwalden kommen. Jetzt schreibt er mir auch noch, ein Passagier hat was im Bus vergessen. Ja, das muss ich jetzt... Also scheiße, das ist natürlich schlecht jetzt. So, ihr habt alle eine Fahrkarte? Ihr wisst, okay. ich hab noch 40 Sekunden Zeit, ich kontrolliere euch jetzt, ne? Ne, ich wurde gerade rausgeschmissen. Also, Militär. Na klar. Naja, ich bin auch gerade gefliegt. Na klar. Na klar. Ja, macht nix. Hier. Machen wir nochmal neu. Das gibt es nicht. Ich habe 10 Leute im Bus sitzen, die haben da alle eine Fahrkarte. Aber man sollte mal bei dir kontrollieren kommen? Ja, dann haben sie auf einmal wieder keine, weil du wieder Klaus wieder habe. So, die Flusspromenade, nächste Haltestelle. Was? Die Flusspromenade? Ja, Flusspromenade heißt sie. Also, ist da, wo, das ist da, wo im Tutorial die Lesbe aussteigt. Ach so, ja. Hör mal. Ja? Wenn die was im Bus vergessen haben, ne, dann stecke ich das natürlich ein. Als guter Kontrolleur, ne? Ja, wenn du was für die Firma tun willst, dann sammelst du das ein und bringst das den Leuten. Oh nö, jetzt kommt auch noch ein Rollstuhlfahrer, was soll denn jetzt? Ich weiß doch gar nicht, wo die wohnen. Zu Hause, aber du weißt ja nicht, wo der zu Hause ist. Ja, eben. Ich sammle das ein, ne? Ja, Parkbremse. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, komm, geh gleich los, ich muss erstmal den Rollstuhlfahrer reinlassen. Geh mir nicht auf den Sack. Der hat auch ein Recht mitzufahren. Der hat bestimmt keine Fahrkarte, der Rollstuhl.
Aber oh, bei mir hat er keine gehabt. Echt? Mir hat einmal ein Rollstuhlfahrer keine Fahrkarte gehabt. Hat er im Behindertenausweis vergessen? Nee, das darf ich nicht sagen. Das ist ein Video hier, Alter. Ich gehe da jetzt wirklich hin und kontrolliere den. Der hat eine. Ah, hier bitte. Da hast du da, guck mal, Mario macht von nix, Mario sag ich schon, Martin macht von nix halt, der klaut sogar Rollstuhlfahrer. Ja. So, aber warte, die können wir da sowieso nicht hinterher rennen. Oh, ich muss die Parkbremse losmachen. Ich habe einen Rollstuhlfahrer reingelassen. So, wir fahren jetzt altes Sägewerk ab in die Disco hier. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Gibt es nicht. Uhrzeiten. Ja, mein Handy klingelt jetzt auch noch lustig. Und die Sophia, die macht ja auch noch mit, das Mini-Flausch. Und im Hintergrund brutschelt das Fleisch. Genau, das ist eine Wurst. Krakauer. Es gibt heute bayerisch Currywurst hier bei uns. Ah. Krakau ist lecker. Das heißt Wurst im Naturdarm mit Migrationshintergrund. Ja, und eine Frau, die ihre Tage hat, ist eine Person mit Menstruationshintergrund. Wow. Das Niveau ist hier wieder ganz tief im Keller, ja. Aber es ist noch gar nicht nach 22 Uhr. Muss das nicht alles verraten. Ja, es ist jetzt 15 Uhr. am 5.12.2013. Ne, 18. Wie komme ich auf 13, Alter? Wir spielen den Bus-Simulator 18. Holt der 13 Uhr mal nicht schlecht. Du solltest vielleicht mal das Tippeck wechseln. Der 13er war auch nicht schlecht, Drama. Was ist jetzt kaputt? Bus-Simulator. Ja, du meinst diesen München-Bus-Simulator 12, ne? Ja, ja, genau. Der war nicht schlecht gemacht für seine Zeit damals. Das ist richtig, ja. Kann ich bitte eine Fahrkarte? Ja, Uschi will eine Fahrkarte. Eine Studentenkarte auch noch, Alter. Klar, vor der also Disco, was denn sonst? Was denn sonst? Danke. Scheiße, zu viel Wechsel rausgegeben. Schon das zweite Mal. So, Mario, bin gleich da. Ja, lass die Zeit. Keine Eile. So, jetzt komme ich in die Oakstraße. Das ist das Dorf vor Siegwalden, Mario. Siegwalden? Ah, du bist ja rausgeflogen. Ja. Ja, das ist es soll nächstes Jahr soll ein Kontrollmodus eingeführt werden, aber erstmal nur im Singleplayer, aber ich denke mal, der wird auch relativ schnell in den Multiplayer kommen, hoffentlich. Okay. Das heißt, dass du dann unabhängig von dem, was wir hier machen oder was die Leute, die Bus fahren machen, auch einer kontrollieren gehen könnte. Die Frage ist natürlich wenn du nur mit vier Leuten überhaupt im Multiplayer spielen kannst, dann ist die Frage, wie viel Sinn das ergibt, ne? Ja. Stimmt, ganz viel. Weil da müssen schon so auf 8 oder 16 Player mal hochgestellt werden. Bitte. Oh, ja. Nö, jetzt will ich auch eine Fahrkarte. Wieder so ein Student. Da kann ich doch kein Geld verdienen, Mann. Aber wenigstens haben die das Geld passend. Studenten immer. Die sind reicher als mancher Rentner. Das ist richtig, ja. Und du weißt, wovon du redest, ne? Ja. So, Oakville Zentrum. Und Lido ist die Endstation. Ich habe jetzt 5 Monate gebraucht, um mir die 1000 Euro zusammen zu sparen. Ja, wir sind in der Aufnahme, ne? Hast vergessen, ne? Ach so. Da stand ein Blitzer und ich bin nicht reingefahren, Martin. Ach scheiße, Passfotos ab 20 Euro verpasst. Was? Passfotos ab 20 Euro. Ach so. Du musst mir jetzt noch hier durchziehen, ne? Du bist so ein richtiger Hamburger, wa? Arschloch. Jetzt wird man schon aggressiv wegen CPU-Fahrern. Ja, das gibt's im Landwirtschaftssimulator nicht. Hey, holen wir uns was zu essen. Und im ETS regst du dich über irgendwelche Mitspieler auf. Die KI, die ist auch ziemlich bedenkenswert. Ja, nein, die ist total ausgeklügelt hier im Bus-Simulator. Wir wollen ja nicht negativ über ein Produkt reden, welches ich von dem Hersteller geschenkt bekommen habe. Nein, ich meine jetzt im LS. Ja, da gibt es da eine KI? Ja. Das sind eigentlich nur Splines. Das sind Splines, wo die Karren langlaufen. Okay. Das sind Betonfahrzeuge, sind das. Naja, aber ich zeige ja die Tage auch nochmal ein Spiel. Das,
Der Daniel hat das heute schon mal gesehen. Ich zeig die Woche noch mal ein Spiel. Da sind die Fahrzeuge nämlich genau das Gegenteil von Beton. Durchsichtig. Also, aber da läuft jemand gegen und dann wird das Fahrzeug verschoben. Okay. Aber das Konzept von dem Spiel, das ist ganz cool. Das könnte was werden. Interessant. Aber du weißt, wie es ist, da nobeln sie alle über die KI-Fahrzeuge. Ist doch komm, eigentlich fahr, normal. Fahr! Da sind keine Autos, fahr! Hallo! Hallo! Der fährt nicht. Auto. Der fährt nicht. Jetzt. Jetzt guckt ihr morgen alle ins Video, warum der jetzt so rummotzen ist, ne? Ja. Ja. Natürlich. Oh, bei mir wird sich wieder über Winter der Leidenschaft unterhalten. Die Serie kenne ich und Martin schon auswendig, ne? Na ehrlich doch. Von ja. Folge 1 bis Folge 5000. Der im Hintergrund hat wieder was gequiekt. Ich hab's gehört. Altöl ist abgelaufen, weißt du? So ein bisschen wie so ein Livestream gerade, ne? Ja, irgendwie schon. Welche Folge ist das jetzt eigentlich? Die 9. Ne, die 12. sogar schon, ne? Wir sind ja kurz vorm ersten Livestream, ne? Und du weißt ja, ich führe im Moment mit den Schwarzfahrern gegen dich, ja, ne, Kollege? Ja, wie gesagt, ne? So ein 50 Liter Fass Bier kriege ich hin, ne? Ja, mach mal rein. Da fresse ich halt 3 Tage mal nichts, aber das musst du dann auch alleine saufen. 50 Liter Fass, also nein, hier der kriegt, ich habe schon gesagt, der kriegt so ein Starkbier. Es gibt doch so ein Bier mit 36 Promille. Ah. So eins kaufe ich dann. Da trinkt da riecht er einmal dran und dann ist er weg. Hat er Dings nicht letztens getrunken hier? Wie hieß er? Der Matze. Ja, der geht ja auch arbeiten. Ich gehe ja nicht arbeiten, ich gehe ja nur Lok fahren, Hebel drücken und Knöpfe drücken und Hebel schieben. Ne, ja, jetzt gerade gehst du, glaube ich, rauchen, ne? Ich? Ja. Nein, ich sitze hier am PC, ich fahre den Bus. Hat sich so angehört? Nein. War wohl mal kurz ein Störgeräusch oder so. Ich hab gedacht, du hast Autopilot oder sowas. Gesundheit! Aber bitte nicht in meinen Bus reinrotzen. Der ist neu. Der ist Bio, Alter, das ist Erdgas. Ja, was denkst du, was denn seine Kotze ist? So Mario, geh gleich wieder los. Okay. Also kannst du es bloß noch umschwimmen. Was möchtest du? Ja, so 2. Okay. Die Mama, die kommt gleich. Die ist auf dem Weg. Meine Tochter wartet auf Mama, weil Mama ist noch unterwegs. Sie treibt sich wieder rum. Die war bei mir. Das sah schon geil aus. Hat Latex-Handschuh vorbeigebracht für Sonja, ne? Ja. Wie du dort gerade außen gefahren bist. So, jetzt können wir den Bus abstellen, das heißt, wir können da hinten mal das Licht ausmachen. Also Sonja hat sich gerade betitelt als Gesäßöffnung, anderes Wort dafür. Als Gesäßöffnung? Ja. Ja? Ja, geht unten in der Schublade, neben dem Kühlschrank, ganz unten. eine, die da ist. Der Daniel kocht hier im Hintergrund. Schreib was mich jetzt in einem Livestream, ey Alter, das ist wieder so ein Video, Alter, wo du, ey, geil. Macht kein anderer sowas, oder? Leute, bei mir ist echt. Wo pennt er denn bei dir? In der Besenkammer? Nee, der pennt im Hotel. Da, wo nachts Remi Demi ist. Er hat sich beschwert darüber, dass sie nachts um 2 angefangen haben zu vögeln auf dem Zimmer. Hat er wirklich? Daniel, ist doch so, oder? Dass die da heute Nacht bei dir gevögelt haben im Nachbarzimmer. Und du nicht zum Pennen gekommen bist. Da muss der Daniel mal rübergehen und fragen, ob er mitmachen kann, weil es schneller geht. Martin macht den Vorschlag, dass du rübergehst und fragst, ob du mitmachen darfst. Leider gar nicht. Ja, wie er sich heute über den Frauenparkplatz gefreut hat. Ne, auch mit kleinen Sachen kann man einem eine Freude machen, ne? Oh, das riecht hier voll nach Currywurst. Boah. Mario, willst du auch eine Currywurst? Ich geh Hunger, Rama. Aber Rama, weißt du, was der geilste ist? Ich nehm auch ja? Einen, ja. Du sagst Currywurst und ich verstehe Kümmelwurst. Alter, was war das denn? Habt ihr das gerade gesehen? Da kommt der hat einen U-Turn gemacht und ist weitergefahren. Nee, warte, hat er einen U-Turn gemacht? Nee! Geil, das wird mein Screenshot für die nächste Folge. Oh, das geht! Mein Screenshot für diese Folge. Das verrate ich aber noch nicht. Das seht ihr morgen erst. Kann ich weiterfahren? Ah, die Türen sind offen. Warum sind die Türen jetzt offen? Das ist geil, das wird mein Screenshot für die Folge. Geil.
Hat nur 3000 Öcken gekostet, das Screenshot. Also gar nicht, mal so günstig. Ja, ich muss den Bus noch abstellen und dann bin ich auch fertig mit meiner Runde. Wie läuft's denn bei euch so? Ja, Stau. Was soll ich sagen? Der Martin, der hat erstmal voll den Bus abgestellt. Also der hat seine Schicht früher beendet. Als vom Omega-Büro gesehen. Ich wollte auch mal einsaufen gehen, Mensch. Ja, aber doch nicht als Busfahrer, Mann. Was denn? Warum sind alle besoffen? Jetzt ist er gegangen. Aber du hast recht, ich habe auch schon Bier drin. Sag ich doch. Du kriegst diesen Monat bloß das halbe Gehalt, Martin. Ja, macht nichts. Geh ich halt schwarz arbeiten. Liegt der immer noch da hinten auf dem Rücken? Nee, Auto ist weg. Geil. Aber ich habe den Screenshot davon. Dem hänge ich auch schon auf der Stoßstange. Ja, fährst du doch mal. Anschieben, das gucken wir dann Kopf nee, also sorry, das Spiel, ich finde das ja sau cool, ne? Ich finde das auch mit dem Bus hier durch die Gegend zu touren, ne? Finde ich total entspannend eigentlich, ne? Aber die KI in dem Spiel ist eine einzige Katastrophe. Muss man. Wir waren bei der 2, ne? U-Fahrt starten. Also ja, so schlimm war die KI im ETS nicht, als das gerade frisch rausgekommen ist. Und die war schon schlimm. Warum nimmst du an? Ja, ich hab das gut. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Okay, drück nochmal Ende, weil das fahre ich nicht mehr zu Ende. Das ist eine Katastrophe. So, also ein paar Minuspunkte gibt's, Abzüge in der B-Note. Aber 16.000 Öcken gibt's aufs Konto. Was jetzt hier eigentlich vom Vergleich gar nichts ist. Und hoffentlich haben wir jetzt hier eine Mission geschafft. Jawoll! Und dann nehmen wir jetzt hier die Linie 1. Fahrer zu weisen. Und der kriegt nämlich jetzt diesen hässlichen Urban Bay. Und dann müssten wir die nächste Mission auch geschafft haben. Und dann müssen wir 85% der Haltestellen sollten auf Strecken sein, die mit Fahrereinkommen generieren. Okay, also das müssen wir dann in der nächsten Folge irgendwie in Angriff nehmen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Ja, ciao.